Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde 7 Days to Die mit mir als völligen Noob, aber nicht alleine, denn Berti und Alika sind auch dabei. Hallo. Aber momentan stehe ich hier noch alleine. Leute, lasst mich hier nicht hängen. Nein, wir müssen uns jetzt erstmal finden. Jetzt müssen wir uns als Freunde einladen. Ja, jetzt drückst du als erstes M. Okay, ich drück M. Ja. Dann öffnest du die Karte. Jetzt habe ich dir, siehst du da? Ah, hier, ja. Habe ich dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Genau. Ich auch. Und jetzt trackst du jemanden von uns. Ich track dich mal, dass ich zu dir laufe. Berti kann dann auch zu dir laufen. Ihr seid sowieso irgendwie beieinander. Okay, track friend. Aber wo sehe ich das denn? Du hast jetzt unten, du hast unten deinen Gürtel, wo du schon ein paar Sachen drin hast. Ja. Und da drüber siehst du so einen kleinen Kompass. Und da drehst du dich so lange, bis du da was Grünes siehst. Okay. Gut, dann laufe ich in eure Richtung. Jo, ich laufe in deine Richtung. Also laufen wir am besten mal in meine Richtung. Aber ich weiß gar nicht, in wessen Richtung ich jetzt gerade laufe. Also, weil ich ja nur zwei grüne Haken sehe. Es ist eine gute Frage. Ist ja erstmal egal, wir laufen einfach an allen. Also ich renn zu Tobi. So. Ja, genau, macht mal. Wie ist denn das? In welchem Biom seid ihr? Wie sieht denn das da schon? Wald. Ich bin hier Wald, genau. So waldrandmäßig, so, ne? Die Bäume stehen schon ein bisschen mehr auseinander. Also ich bin in der Wüste. Okay. Ach so, ich muss natürlich mal eine Sekunde kurz. Ich sehe dich, ich sehe dich, hi! Ich sage, ihr seid beisammen. Nur ich bin die angearscht. Ich bewege mich mal kurz kein Stück, weil ich muss natürlich für meine Zuschauer auch, damit die das super Erlebnis haben, die brauchen natürlich auch ein bisschen Spiele-Sound. Och nee, meine brauchen das nicht, die kennen das schon. Hallo Zombie. So. Hier ist. So. Ach so, bist du das, Berti? Ja, das bin ich. Okay, hallo. Hier ist irgendwas am Stöhnen gewesen gerade. Ja, das ist ein Zombie. Durch aufpassen. So, folge mir unauffällig. Wir rennen zu Ali. Nein. Shit. Moment. Das hier ist stöhnt? Da. Hier da stöhnt? Ist er. Hier stöhnt noch irgendwas. Irgendwas stöhnt hier noch rum. Ja, das ist ein Bär. Alles sowas wie hier, sowas, die nehme ich mit. Steine, alles mit. Oh, Müll. Ja, genau. Die Müllsäcke, die kannst du öffnen. Autos kannst du auch öffnen. Also öffnen tust du immer mit E. Genau. Ah, okay. Ich kann auch hier so irgendwas. Ah, okay. Gut. Also grafisch könnt ihr hier noch ein bisschen was reißen, ne? Schon ist er am Meckern. Ist aber, naja. So. So. Oha. Okay, Vogelnester wir müssen... Okay. Kannst du auch öffnen, dass du dann... Wow, ich hab ein kleines Problemchen. Oh, da hinten ist ein Häuschen. Ja, das ist nur voller Zombies. Ach, schade. Oh, was ist denn das hier? Das ist ein Schneebiom. Hier ist Blut. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob wir in das Haus nicht reinkommen. Ich würde ja... Ich laufe wahrscheinlich gerade nackt rum oder so, ne? Ja, passt. Ja, wenn du irgendwelche Kleidung hast, die kannst du anziehen. Okay, solange es nicht baumelt, ist alles gut. Nee, du hast Unterhose an. Okay. Beziehungsweise BH, falls du eine Frau bist. Aber man sieht hier mal den schönen ästhetischen Körper von Berti. Das sieht aus, als wärst du schwanger. So, dann baue ich mir gerade mal eine Axt damit. So. Komm erstmal rein. Okay, der also Witz ich hatte ist, auch gerade sowas wie Use E to unlock the door. Hättest du nicht auch einfach aufmachen können? Darf ich kurz was sagen? Weil das für Tobi ganz wichtig ist. Das Inventar. Ja. Das nicht? Mist, Hilfe! Wieso geht das nicht? Oh. Gut, genau. Hier ist alles leer, kann das sein? Ja, ich war ja auch schneller als du. Oh, toll. Du kennst das doch noch aus. Also normalerweise ist Inventar öffnen mit der Taste I. Das ist jetzt mittlerweile bei 7 Days umgestellt und ähnelt jetzt wie bei Stranded Deep. Also Tab. Tab-Taste, okay. Genau. Ah. Man kann es wohl irgendwie umstellen, ich weiß allerdings nicht wie. Du, das finde ich gar nicht so schlimm. Hab Licht! Ja, ich kam vorher immer zwischen Stranded Deep und 7 Days durcheinander, weil ich immer mit Tab gedrücken wollte.
Ist jetzt natürlich ganz praktisch. Dann lass mal weiter zu Ali rennen. Wenn du dir eine Axt oder sowas erstellst, die haben mittlerweile auch eine andere Wertigkeit. Das heißt, jetzt bist du noch Noob am Anfang. Das heißt, du kannst dir noch nicht so was Tolles erstellen. Später, wenn du mehr Erfahrung sammelst, kannst du richtig tolle Sachen dir erstellen. Mit richtig guter Haltbarkeit und so weiter. Ich bin gespannt. Erstmal bräuchte ich ja mal sowas wie einen Stock und einen Stein. Damit kann ich mir wahrscheinlich so eine Steinaxt basteln. Ja, genau. Oder? Stock und Steine. Steine liegen hier überall rum. Okay, aber hier sind auch. Zombies. Ah, lauf. Weg. Ich will hier nicht gleich nach 5 Minuten sterben. hier sind Steine. Ist auch nicht ratsam. Also wenn ihr Baumwolle findet, unbedingt mitnehmen, weil daraus kann man sich einen Schlafsack bauen, wo du dann immer wieder da zurückkommst, wo dein Schlafsack ist. Ansonsten spawnst du irgendwo und musst uns wieder finden. Hier, nimm mit. Das ist cool. Das ist Plant Fiber. Genau, und dann brauchst du noch ein Sticky. Also es ist dann nicht, das ist dann nicht so wie bei The Forest, wo du dann im Flugzeug wieder startest, sondern du startest dann irgendwo, random quasi. Hier ist ein Stock. Daraus kannst du dir die erste Axt craften. So, okay. Alter, hier sind mir zu viele Geräusche, was Zombies und sonst was angeht gerade. Ich denke immer, die stehen direkt neben mir. Nein! Da kommen sie nämlich auch schon. Hau ab, du Kacke! Was denn? Nein! Ich glaube, Alika ist gerade am Sterben. Hau ab! Los, geh zu deinem Herrchen! Shit. Waffen, Arrow. Nein, das wollen wir nicht. Lauf weiter, da kommt ein Zombie. Okay. Also, ich sag ja, vor Hunden bitte abhauen, auch wenn man nur eine kleine Steinaxt hat. Bist du tot? Bin ich hier? Ja, natürlich bin ich tot. Ich bin Hund. Oh, hier ist ein Schwein. Hier ist eine Sau. Wie kann ich denn... Ach da, Stone Axe. Man hat übrigens sein Inventar verloren, also sein Gürtel hat man verloren. Ja, aber der Rest ist da. Ja, ist trotzdem kacke. Okay. Wo bist du? Woanders. Cool, bei so einem... Ich will jetzt hier mal gerade... Nee, wartet mal, ich habe hier was gefunden, das habe ich noch nie gesehen. So eine Art Hochsitz mit Fabrik. Hau die Sau. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wer bist denn du? Ich bin hier den Berg weitergegangen und hau gerade auf eine Sau drauf. Aber die will ja einfach nicht sterben. Leute, das ist cool, was ich hier gefunden habe. Ja, wir würden ja gerne zu dir kommen. Nur, ich weiß gerade nicht, wo Tobi schon wieder rumspringt. Ich stehe hier immer noch. Ich kletter mal hier hoch, ich bin mal so mutig. Das kann ich hier vor allem auch gut alleine verteidigen. Ach, da bist du, okay. So, ich bringe erstmal ein bisschen, ein halbes Schwein auf Toast bringe ich mit. So, dann folge mir. Du stinkst jetzt nach Essen, also lauf! Ach so, echt? Ja. Also ich bin jetzt hier auf so einem Hochsitz und hier kann man sich, glaube ich, was echt Geiles bauen. Ja, wir versuchen mal zu dir zu kommen. Ja. Ich guck mal, was hier drin ist. Weil das ist dann schon fast ein fertiges Haus auf Stelzen. Ist halt nur die Frage, ob wir das vor den Zombies beschützen können. Das sehen wir gleich. Erstmal müssen wir zu dir kommen. Ja, ich guck mal, was hier drinnen ist. Alter, das ist ja gleich schon eine krasse erste Folge für mich. Das erste Mal 7 Days to Die gespielt und ich frage mich, ob wir überhaupt 7 Tage brauchen zum Sterben. Vielleicht sogar nur 2 Minuten noch. Also es ist so, nach 7 Tagen... Cool. Nach 7 Tagen kommt die erste Horde. Okay. Nach 7 weiteren Tagen kommt die zweite Horde an Zombies und nach 7 also weiteren Tagen, alle 7 Tage kommt eine Riesenhorde Zombies. Okay. Die versuchen dich kaputt zu machen und dein Haus dazu. Na toll. Und dabei gibt's spuckende Zombies, Hunde, Bären, also Spider-Zombies, brennende Zombies, ja. Tobi, kommst du? Ja, wo bist du weitergelaufen? Oder ja, ich bin weitergelaufen. Weiter Richtung Alika. Nee, okay, irgendwie ist das hier doch kacke. Das ist kacke hier. Bleib am besten mal irgendwo stehen, das war... So, ich bin da. Ey, da ist ein Hirsch. Ja, lass mal. Wir müssen erstmal Ali finden. Okay. Ja, ich sollte aber vielleicht auch meinen Rucksack finden. Ist egal. So viel war wahrscheinlich nicht drin. Naja, ein bisschen Futter, ein bisschen Wasser. Oh, wir sind jetzt in so einem Wüstenbiom. Cool. Ja, das ist so ein Steppenbiom. Und hier ist eine Straße. Und da ist ein Zombie. Alles klar, ich weiß, was das ist. Das ist ein Wasserturm, den ich gerade aufgemacht habe.
Da liegt was, das will ich haben. Ist es eine Karte? Nee, ist eine Zeitung. Brauche ich nicht. Du rennst gerade. Oh. Ja, ich habe das schon gesehen. Also Ach, es ist die sind echt. doch langsam, oder? Also es ist tatsächlich ein Wasserturm. Du, hier ist ein Haus. Hier sind Häuser. Ja. Bei Häusern sind Zombies und Wart ihr das hier gerade? Habt ihr hier gerade was kaputt gehauen? Nein. Einfach mittendurch. Ah, ich laufe ein kleines. Ich habe keine Energie mehr. Ich kann nicht rennen. Dann trink einen Schluck Wasser. Ach, so war ja das Inventar öffnen. Warte mal, ich muss erstmal. Hier ist noch Müll. Ist natürlich nichts drin. Warte mal. Wie trinke ich denn aus? Wie trinke ich? Das Glas Wasser auswählen, damit du recht Maus hast du. Ach so. Ah. Alter! Okay. Ich finde den Wasserturm hier doof. Ich gehe wieder runter. Weiter Richtung grüner Pfeil. Ja, ich weiß jetzt auch, was hier weggehauen hat. Das hat hier die Leiter weggehauen. Also ihr werdet gar nicht hochgekommen. Super. Also ich renne mal Richtung So. weiter Richtung Alika. Ja, ich auch. Also ich folge immer dem grünen Pfeil. Genau, immer dem grünen Pfeil nach. Super, Hier hallo ist. Bär. Also ich glaube, ich bin gleich das zweite Mal tot. Findet man eigentlich immer was im Müll? Nee, ne? Oh, hier ist was Nee, drin. auch nicht, Ich also hab nicht immer. irgendwas Cooles, glaube ich, jetzt. Ich habe ein Eisenrohr gefunden. Ja, cool, brauchen wir. Und noch so eine komische goldene habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es war eine Schatulle oder eine Münze. Konnte ich jetzt Das sind nicht. Münzen, die kannst du einschmelzen. Okay, konnte ich jetzt nicht Später. so identifizieren. Jetzt Dann verfolgt haben mich ein Bär. Also ich bin gleich wieder tot. Sag mal, kann man hier nicht so einen kriechenden Zombie killen? Guck mal, der hat schon Hä? keine Ja, Beine kannst mehr. du. Sind Alika, die schwer? du bist anscheinend ganz in meiner Nähe. Wir töten einen kriechenden Zombie. Ich bin in so einem Oh. Hügelbiom. Ja, da bin ich auch gerade. Ja. Hier. Hä? Hinter Na, dir. ich komm euch Hinter einfach dir. mal. Hinter euch. Tobi. Hä? Ach ja. Ah, hallo. Hä? Ach, da unten ist er. Die Au. Zombies kannst du auch aufmachen. Quasi. So. Gemeinschaftliches Zombie-Geklopper. Hinter dir, hinter uns, da vor Okay, uns. wohin jetzt? Weglaufen. Ja, erstmal weg. Ich will jetzt nicht hier sterben. Oh, ein Es sind ja doch Vogelnest. schon ganz schön viele. Das ist ja noch harmlos. Was ist denn das hier? Ein Nest oder sowas, ne? Hm. Okay. Ja, Gut. Vogelnester immer mitnehmen, weil da kriegst du und so. Ach so, da kriegst du und so. Kriegst du Eier und Federn und die Federn brauchst du für einen Bogen. Wollen wir nicht irgendwo in den Cool. Wald ziehen Ja, erstmal? deswegen renne ich ja hier zurück, Aber weil am in die besten andere da, wo Richtung wir. ist Oh, nichts. Korn. Ja, ich will zu meinem Rucksack, Höhle. weil das war eigentlich total toll da. Wo ist Also Tobi? das hier ist grüner, das Hügeldings. Ich laufe Alika hinterher. Sag mal, kann man die nicht auch leicht mit einer Fackel wegburnen? Nein. Ach scheiße, ich habe keine Energie mehr und habe nichts mehr zu trinken. Toll. Nee, damit füllst du ja das auch nicht auf. Doch. Ja, die Energie aber hauptsächlich, indem du einfach langsam läufst. Dann füllt sich das automatisch irgendwann wieder auf. Wir sollten vielleicht über mal gucken. Seit der Patch, seit hier dem Patch da, gibt es ja Probleme, Wasser zu finden. Nö. Du kannst nur Hm. vom Baum erschlagen werden. Ja. Ja, das kennen wir ja schon. Ich hab mal wieder ein gebrochenes Bein. Oh, nee, ne? Oh cool, ich habe Pillen gefunden. Drogen. Ja, Ja. Painkiller. Also ich würde sagen, wir setzen uns jetzt hier oben drauf auf den Berg. Das finde ich super. Hier Ist hier oben, Wasser da haben irgendwo in der wir. Nähe? Ja, da wo ich herkomme, da ist ein Wasserturm, den ich kaputt gemacht habe. Wo seid ihr denn jetzt? Hier, Sag mal. hier, 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 Ach hier. da. Ja, wir Ja, aber können auch noch. ist. Warum bist du denn ein Mann? Hä? Oder hast du einfach nur eine Männerfrisur? Nee, ich glaube, ich bin ein Mann. Nee, das Warum das funktioniert denn? nicht. Also ich hatte mich eingestellt als Frau eigentlich,
Und ja, das ist das Ergebnis. Schade. Also entspricht ja nicht so der Realität. Wer weiß, Ja, hört sich jetzt jedenfalls nicht so an. So, folgt ihr mir, dass wir noch weiter gucken? Ja. Wegen einem Häuschen, wo wir das bauen können. Das war früher alles ein bisschen einfacher. Da waren nämlich die Biomgrenzen, waren Wasserläufe. Ja, es waren richtige Flüsse gewesen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hier vorne haben wir eine Straße. So. Und pass auf, nicht, dass du da in irgendwelche Höhlen reinpurzelst. Die gibt es nämlich auch. Okay. Ja. Tu-du-du-tu-tu-du-du-tu-tu. Wo seid ihr? Ich bin direkt hinter dir. Ich sehe dich nicht. Ich habe Oder? Hund gehört. Weg hier. Wieder zurück. Ich komme zurück zu euch. Tja, wir brauchen trotzdem irgendwo eine Wasserquelle. Hier bin ich. Ja, wollen wir mal der Straße Oh, ich höre nachgehen? einen Hund. Oh, ich sehe einen Hund. Hinter dir. Lauft! Ja, toll, ich habe keine Energie mehr. Ich auch nicht. Wo ist denn der Der Hund? Hund haut ab, Der los, Hund weiter, haut ab. weg. Er hat Angst vor den Zombies oder so. Keine Ahnung. Nee, ist der Verbündete der Zombies. Sag mal, ich habe doch einen Knochen. Kann ich ihn dir nicht hinschmeißen? Nee. Wollen wir mal der Straße nachgehen? Ja. Das Leben auf der Straße in 7 Days to Die. Ja, vielleicht finden wir ja hier irgendwo mal einen See oder so. Kann ich nicht mal so ein Stofffetzen hier mitnehmen? Schade. Ja, ich habe immer noch ein gebrochenes Bein. Also das Kannst du das Witzige nicht war ja, schienen? Ja, ja, wenn aber er ich eine habe kein Schiene hätte. Holz. Ach so, warte mal, ich habe Holz, glaube. Ach nee, warte Ja, mal. lass das. Vielleicht. Ich glaube, ich habe aber Holz eingesammelt vorhin, ne? Ja, das brauchen wir später. Das brauchen wir noch. Ach so. Also das Witzige ist ja, es war mal so, dass die Hunde nur in dem Vorlauf-Biom zu finden waren. Das haben die aber mittlerweile geändert, dass die mittlerweile überall sind. Na toll, ich habe schon wieder keine Energie. Nee, ich auch nicht. Also diese Zombies, ne? Ja. Ich hätte ja ganz gerne mal Panzertape, dann würde ich denen mindestens den Mund zukleben. Also, oh, hast du mich erschrocken. Wer bist denn du? Das ist Ich. Berti. Du bist voll Oh fett. Gott. Hinter Tobi. Oh Gott, oh Gott. Ja, habe ich schon gesehen. Hallo. Wow, jetzt habe ich wieder mein Mikro umge. Ich bin doch hier so ein Nein, davon ist Meistersprinter. ein Bär. Halt zurück. Ich weiß nicht wohin. Einfach irgendwo Rechts, querfeldein. rechts, rechts, Nee, querfeldein links. zwischen die beiden Zombies. Hä, wieso? Aber rechts ist ein Wald. Na gut, Ich wollte gerade halt. sagen. Ja, aber da sieht man die Hunde nicht so dolle. Du musst ja nicht sehen, du musst ja nur hören. Ich Weil wenn du sehe sie ein hörst. Gebäude auf 12 Uhr. Ja. Hä? Ich sehe schon mal das Dach. Ja, das meine ich. Ich höre einen Hund. Ich höre einen Bär. Ich würde sagen, wir wollen wir dann versuchen, das Gebäude zu kriegen? Vergiss Ja. es. Hast du mal geguckt, wie viele Zombies da sind? Ja, und? Mit unseren Äxten, die wir haben, vergiss es. Das Warte sind mal. ganz schön viele, ne? Wir müssen erstmal was finden, wo wir uns niederlassen können. Dann können wir das versuchen. Aber ich würde vielleicht nicht allzu weit weggehen hiervon. In dem Haus ist ein Klo und im Klo kriegen wir Wasser. Hier vorne ist so ein Ey. kleines Dorf. Bist du im Haus? Ja, nee, noch nicht. Ach so, hier bist du. Was sind das denn für komische Geräusche? Ich laufe mal die Straße entlang weiter. Ja, ich bin. Hart am Limit. Ja. Was? Hart am Limit? Ja. Hier ist eine Cool. Krankenschwester. Ich hau die mal um oder ich versuche es zumindest, oder? Oh, die Ja. arme Krankenschwester. Ja, dann kriegt Berti vielleicht seine Schiene. Bertie ist Mr. Bowman. Nein, ich Ja, hau schnell ab. weg, schnell weg, Mist. schnell weg.
sicher, ob das sind doch nichts für mich. Die sind doch nichts für mich. Alter, was gibt's hier denn alles? Also hast halt hier echt unheimlich viele Möglichkeiten, ne? Ja, aber momentan eigentlich gar nicht, weil du nicht rennen kannst und es mega viele Zombies gibt. Also hast du eigentlich gar keine Möglichkeiten, außer zu flüchten. Naja, ne. So, okay. Da hinten ist ein Zelt. Ja, das habe ich schon gesehen. Da kannst du aber auch nicht hin, weil da auch zu viele sind. Habt ihr die Uhr im Blick? Bei mir sind es momentan 20 Minuten. Ja, bei mir auch. Hier ist ein Zeltlager. Ich bin in einem Zeltlager. Ich hab hier... Ich bin fleißig von diesem Zeltlager abgehauen. Weil ich auf der Suche nach Wasser bin. Oh Gott, oh Gott. Schade, ich will eigentlich... Da sind Klamotten, glaube ich, drin. Ich hab eine Stadt, glaube ich, gefunden. Ich habe ein vergammeltes Sandwich gefunden. Oh Gott. Daraus kann man Antibiotika machen. Was ist denn das? Das ist eine Fabrikhalle. Wo seid ihr denn? Ich bin in der Stadt. Ich habe eine Stadt gefunden. Okay. Leute, dann würde ich sagen, also ich beende hier erstmal meine Aufnahme während der Flucht. Das ist kein Fabrik. Das ist hier diese Werkzeughalle. Dieser Handwerkshop. Ist ja egal. Hauptsache, wir finden irgendwo ein Zuhause, verdammte Scheiße. Ja. Okay, ja. Gut. So. Folge 1 ist damit bei mir zu Ende und wir sehen uns dann wieder in Folge 2, wenn wir weiter flüchten, auf der Suche nach einem schönen Zuhause. Bis dann. Tschüss. Tschüss.